wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute in einer ganz speziellen Konstellation unterwegs. Wir angeln zu viert vom Rangy auf Dorsch. Ja, haben wir so noch vorher noch nie gemacht. Wir werden im tiefen wie auch im flachen Wasser auf Dorsch angeln und mal sehen, was der Tag so bringt. Die beiden Jungs hinter mir, die waren so noch nie mit uns auf der Ostsee. Und wir haben denen nur das Beste versprochen. Und ich hoffe, dass wir denen gleich eine schöne Zeit bieten können. Work hard, play hard. Hey Martin, diese kleine Krabbe wird dir heute Glück bringen. Danke. Na, Druckköder, wie ist für dich? Oh. Wenn man zu faul ist, die Stiefel auszuziehen. Look, wow, it hot, works. Hot. So, dein erster Dorsch wird heute gefangen. Warte, ich mach doch nicht so an. Was glaubst du, wie wird das? Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Ich war noch nie auf der Ostsee zum Angeln, ich habe noch nie einen Dorsch gefangen. Ich lasse mich da einfach komplett überraschen und freue mich drauf. Aber wir müssen erstmal die Fische überhaupt finden, ne? Da vorne. Da vorne. Also da ist Wasser, da werden wohl Fische drin sein. Ja. So, die Anspannung steigt, jetzt werden die ersten Würfe gemacht. Ihr seht, wir wollten eigentlich heute das erste Mal zu viert von unserem Rangy angeln, weil das ja für 4 Personen zugelassen ist und wollten mal probieren, wie da so das Fahrverhalten, das Feeling ist. Ja, der Stefan ist los, der ist gerade beim Alex und wird gleich das erste Mal in seinem Leben 300 PS fahren. Bin mal gespannt, wie der gleich hier zu uns an Bord kommt. Ja, entschneidert. Und? Habt ihr schon was gefangen? Ja, wir haben auch einen Dorsch. Jawohl, da hat er einen. Sehr schön. So, jetzt haben wir langsam den Dreh raus. Ja. Martin hat einen vermeintlichen Dorsch, ne, im Grill. Fett. Quirlig sind sie ja, ne? Ja. Schöner Wunderschön, Fisch. Echt. Schöner Fisch. Ja, mega schön. Oh, yeah. So, Martin und Feier, das Wetter wird schlechter, aber die Fische werden aktiver. Verrat uns deinen Geheimtipp. 45 Grad zum Ufer werfen. Ja, ich hatte eben die Ehre, mal mit dem Alex zusammen auf seinem 685 Sportangler mitfahren zu dürfen. 300 PS, ja, 80 bin ich bis jetzt mitgefahren mit Martin und krank. Also er hat Gas gegeben und mein Grinsen war irgendwo hier oben. Kann ich nicht beschreiben. Unglaublich. Ja. Was sind Worte? Gib dir Mühe. Pornös. So, jetzt sind wir zu viert auf dem Boot. Das wird eine spannende Nummer. Ihr seht, wir haben auch schon ein paar Dorsche mitgenommen. Heute wird filetiert und ein bisschen was für die Frau mit nach Hause gebracht. Muss ja auch mal sein. Wieder verwöhnt. Ey, took the fish, I got the fish on the drop. Und das ist kein großer. Aber man sieht, glaube ich, auch. Man merkt gerade, dass die Fische gar nicht so ganz auf Grund stehen. Martin hatte auch schon mehrere, ne? Du hast die Bremse so auf und drillst da wie ein Mädchen. Keine Ahnung, vielleicht weil du erst einen Dorsch gefangen hast, der ungefähr so halb so groß war wie unsere und die echt Power haben. Guck dir das an. Ja, die haben Power. Alter, diese Exzellenz ist so schön. Du filmst ungefähr gerade meinen Bauch. Nee. Richtig tolle Fische. Kampfstark ohne Ende, also wirklich richtig bullig. Für die Größe Stiernacken, voll geil. Und gleich richtig tot. Ja. Richtig lecker. Schöner. Ach, auf den Köder. Ja, sicher. Simon hat eben gesagt, ich soll den mal angeln. Ach, auf den Köder. Mach ich nicht. Schöner Fisch, Stefan. Schöner Fisch. Boah, guckt euch mal diesen hässlichen Köder an. Stefan hat gesagt, dass er damit heute einen Fisch fängt. Auf jeden Fall, aber hundertprozentig. Mit diesem Köder? Aber ihr müsst aber auch wissen, dass Simon und Martin, Carsten und mir erzählt haben, kannst du alles mitfangen, da kannst du eine Salzstange dran machen, wie du fängst. Ja, wir haben doch auch schon gefangen. Wir haben doch schon ein paar Fische gefangen.
Ich wurde dazu gezwungen, das zu machen. Ron, was schätzt du? Was ist es? Meter. Meter, ist es ein Meter-Dorsch? Nee, aber... Oh ja. Das ist mein neuer PB. Oh ja. Mein dritter Fisch. Der hat auch knapp an den Kilo. Darf man den eigentlich irgendwo nicht hinpacken? Ja, nicht in die Kiemen. Was? Wir haben in den Kiemen Zähne. Ehrlich? Wirklich, ja. Nein, war ein Scherz. Oh, du bist ein Assi, ey. Kann man die anfassen? Nee, die kannst du nicht anfassen. Achtung, nicht unter deinem Bauch. Oh, du bist ein Arschloch, ey. Natürlich kann man die anpacken. Chris, guck mal hier. Ja, gehakt hast du die, aber trotzdem gut gemacht. Wie kann man ganz mir helfen, zu töten? Ich weiß nicht, wie das geht. So, der Carsten, der hat einen Fischdorsch dran. Und Carsten, wie fühlt er sich an? Fühlt sich gut an. Erst war ich ja ein bisschen bockig, weil es nicht lief, aber jetzt funktioniert. Ich habe mir das abgeguckt bei Martin und Simon und jetzt kriege ich es auch hin. Fühlt sich sehr gut an. Wir haben gar nichts gemacht. Er hat sich ja selber abgeguckt. Bei sich selbst. Eieiei, guck mal da. Der zweite Wurf mit dem neuen Bruder. Das ist doch nicht wahr. Ja, Carsten drillt den Dorsch und Martin die Ostsee. Vermutlich hat er einen Dorsch gerissen. Wer hat eben die scheiß Flunder gerissen, hä? Die wollte aber beißen. Ist nur dran vorbeigeschwommen. Ich hab einen Hänger. Ja, Simon, film mich. Für die Menschheit, ich habe abgerissen, habe dran geknotet und jetzt ist irgendwie sowas entstanden. Ich weiß nicht warum. Jeder Angler kennt sowas, ne? Jeder. Keiner will es zugeben. Nee. Ja, wir stehen jetzt hier gerade an der Strömungskante und versuchen Dorsche zu fangen und es klappt sehr gut. Der Alex, ihr seht ihn da vorne, ist ein neues Boot hier. Da. Bootswechsel durchgeführt. Wir haben eben so ein neues Boot. Wir wechseln Köder, er die Boote. Ja, aber der hat uns gut zum Fisch geführt. Nochmal danke dafür, Alex. Und ja, wir haben Spaß, ne? Geht jetzt auf die heiße Phase zu. Stefan, du bist ein Tier. Wie fühlt man sich so als Dorschprofi? Weil das heute auch mein erster Tag auf Dorsch ist. Ja. Mein erster. Und bei ihm läuft. Das war klein, ne? Sehr gut. Trotzdem schöner Fisch. Das hast du gut gemacht. Fragen, ob töten oder nicht töten. Ja. Müssen wir töten, ist Mindestmaß. Ich drehe am Kabel, ein schöner, fetter Barsch. Aus der Ostsee. Aus der Ostsee, mein erster. Crazy. PB Ostsee-Barsch. Geil. Geil. Wir fangen immer noch Fische. Also ganz ehrlich, ich muss wirklich sagen, es ist zu viert auf jeden Fall angelbar hier auf dem Boot, aber zu zweit doch deutlich schöner. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euch, ein paar schöne Eindrücke sammeln und wir sehen uns beim nächsten Mal.